Herzlich willkommen zu einer neuen DailyDAX US Morning Ausgabe. Heute am Donnerstag, dem 10. Dezember 2020. Ja, gestriger Schwerpunkt war ja Technologieindex Nasdaq und Tesla. Damit möchte ich auch heute fortfahren. Denn gestern hatte ich betont gehabt, Vorsicht vor einem möglichen Trendbruch. Das könnte zu schneller Abwärtsdynamik führen mit einem potenziellen Kursziel von bis zu 12.200 Punkte. Und siehe da, der Trend wurde gestern gebrochen und es setzte tatsächlich eine deutliche Abwärtsbewegung ein, die bereits gestern im Tagestief auf fast 12.300 Punkte führte. Das heißt, wir sind schon hier ein deutliches Stück in Richtung meines kurzfristigen Kursziels vorgeprescht. Und ich bin gespannt, ob sich eben dieses Kursziel nun in den kommenden Tagen hier noch vollständig abarbeiten lässt. Das Potenzial wäre jedenfalls nach dem Trendbruch gegeben, solange natürlich jetzt auch insbesondere hier kein neues Hoch erzielt werden kann, ist auf jeden Fall der Weg Richtung 12.2 oder eben auch tatsächlich 11.800 Punkten. Das wäre etwas für das erste Quartal absolut möglich. Dann die Tesla Trading Idee, vor 48 Stunden erst gerade gestartet und jetzt schon ein voller Erfolg. Über 30% liegt der Tesla Put Optionsschein jetzt schon vorne. Sie haben jetzt natürlich selbst zwei Möglichkeiten. Und zwar, wie kann man mit solch einer schnellen, erfolgreichen Kursentwicklung umgehen? Erstens, man sichert den Gewinn. Zweitens, man zieht den Stopp eben entsprechend in die Gewinnzone nach und sollte sich eben Tesla weiter nach unten entwickeln, kann man eben den Stopp in weiteren Etappen nachziehen. Die Qual der Wahl, es liegt bei Ihnen. Ich habe mich für die zweite Variante entschieden, denn für mich steht zunächst einmal vor der Rendite natürlich die Sicherheit der Trading-Idee im Vordergrund und deshalb eben habe ich jetzt schon den Stopp in die Gewinnzone nachgezogen. Ich werde selbstverständlich die Trading-Idee weiter aktiv begleiten, aber auch jetzt vor allem den Fokus auf die nächste Trading-Idee legen, dazu natürlich dann schon mehr in einer der kommenden Ausgaben. Bei Tesla auf jeden Fall gestern deutlicher Kursrückgang, um darauf nochmal kurz zurückzukommen. Und auch hier wird es natürlich noch interessant, sollte sich weiterer Abgabedruck durchsetzen, wäre tatsächlich hier das Ziel von, ja, zunächst einmal anhand des Stundencharts bis zu 570 US-Dollar möglich. In diesem Sinne, ich wünsche Ihnen jetzt einen erfolgreichen Handelstag.